Ich will meine Harry Potter Bücher so umdesignen, dass sie richtig magisch und verwunschen aussehen. Dafür habe ich bis jetzt dieses Cover entworfen. Ich weiß, alle Leute in den Kommentaren meinten, das sieht aus wie Gurken. Aber da werde ich auch noch dran arbeiten. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit der Rückseite. Da dachte ich kurz, dass es cool wäre, wieder diese 3D-Schlange aufzugreifen. Dann ist mir aber eingefallen, dass Harry ja durch eine ausgerissene Buchseite vom Basilisken erfährt. Und ich dachte mir, wie cool wäre es, wenn diese Buchseite halt auf dem Cover drauf wäre. Deswegen habe ich aus dünner Pappe eine Seite ausgeschnitten und habe darauf dann den Basilisken gezeichnet. Wenn euch für die weiteren Teile übrigens noch Ideen einfallen, dann könnt ihr mir die immer gerne schreiben. Ich wollte ja, dass es wirklich aussieht wie eine Buchseite, deswegen brauchte ich auch eine Überschrift und dafür habe ich mir eine Schrift im Internet rausgesucht und die dann so versucht abzuzeichnen. Und damit die Seite wirklich alt aussieht, habe ich sie noch zerknittert und die Ränder abgerissen. Ich finde, die Seite könnte trotzdem noch ein bisschen älter aussehen, aber egal, wir machen jetzt erstmal weiter mit dem Buchcover. Dafür habe ich mir wieder etwas weißen Bastelkleber angemischt und ich brauchte alte Zeitungen, um daraus Pappmaché zu machen. Und das Ganze habe ich dann geföhnt, damit ich nicht so lange warten musste. Das Cover habe ich dann auch wieder angemalt und jetzt kommt da unsere alte Buchseite drauf. Und außerdem habe ich aus Pappe noch ein paar kleine Details ausgeschnitten, die ich dann auch noch auf das Cover draufgeklebt habe. Und die müssen natürlich auch noch angemalt werden. Dann habe ich noch ein paar kleine Details mit Feinliner und goldener Farbe drauf gemalt und so sieht jetzt unsere Rückseite aus.